Und willkommen zurück zur dritten Etappe des Giro d'Italia. Heute sehen wir schon, im Profil geht es ordentlich bergauf, wenn man so durchgeht. Aber es gibt eben noch eine ewig lange Abfahrt bis ins Ziel. Schauen wir uns mal kurz an, wo diese Bergwertung der zweiten Kategorie dann genau stattfindet. Bei Kilometer 92,6, also kann man schon mal rechnen. Es sind noch knapp über 40 Kilometer dann bis ins Ziel und bestimmt 20 relativ flach. Bedeutet, wenn man da alleine über den Berg oben drüber fährt, wird man Probleme bekommen, um wirklich alleine ins Ziel zu kommen. Weil wenn sich Gruppen bilden, Gruppen sind immer schneller in der Ebene. Außer man heißt Toni Martin oder Cancellara. Wir fahren mal ein kleines Stück vor. Ich denke mal, dass heute unser Team auch ein bisschen was vorhat mit Pozzo Vivo und Aru. Jetzt gleich mal auf 75 hoch. Heute dürfen da keine Lücken reißen. Wenn man einmal abgehängt ist, dann wird es auch problematisch, beziehungsweise es kostet einfach dann zu viel Kraft, um wieder hinzufahren. Ich stelle jetzt trotzdem mal auf vierfache Geschwindigkeit am Anfang. Weil jetzt wird sich, denke ich mal, gleich eine Ausreißergruppe bilden. Und das Tempo im Feld wird gar nicht allzu hoch sein. Vogelsang weiter in rosa. Immer ja auch ein passabler Rundfahrer gewesen. Ich glaube auch mal Top 10 bei der Tour de France bestimmt erreicht. Aber zum ganz großen Wurf hat es nie gereicht. So, 10,3 Kilometer langer Anstieg, aber ja, der Puls ist schon sehr hoch. Also das Tempo ist auch recht hoch anscheinend im Feld. Wer macht denn da vorne das Tempo? Nizzolo macht momentan das Tempo. Eigentlich eher ein Sprinter. Squalon ist auch noch dabei, ein relativ passabler Hügelfahrer. So, Kamera wollen wir nicht ändern. Das ist okay so, so spiele ich es einfach am liebsten. Also das Tempo sehr, sehr hoch, unser gelber Balken leidet auch schon etwas darunter. Aber Aru und Pozzo Vivo geht es einfach blendend. Also unser Puls ist deutlich höher als der unserer Mitstreiter. Ich glaube, das sieht nicht so gut aus. Das war vorhin auch schon so. Natürlich sind es jetzt Hügel und keine Berge. Aber ich bin gespannt. Heute heißt es natürlich dranbleiben. Keine Zeit verlieren. Ich hoffe, dass das auch umsetzbar ist. Ich dachte schon, Valet würde uns beschützen, aber das tut er nicht. Er fährt nur zufällig neben uns. So, dann stellen wir mal doch nochmal ein bisschen schneller. Die Ausreißergruppe hat sich vorne jetzt auch gefunden. Beziehungsweise es ist nur ein Fahrer, der vorne weg ist. McCarthy. Ja, guter, passabler Bergfahrer. Aber keiner, auf den man jetzt groß Acht geben muss. 114. in der Gesamtwertung mit 46 Sekunden Rückstand. Die Abstände sind natürlich noch sehr gering hier in der ersten Woche. Aber es wird sich ja vielleicht heute sogar schon ein bisschen ändern. Einige Fahrer werden heute schon Probleme bekommen am Berg. Unser Team ist noch komplett in der ersten Gruppe. Van Asbroek hat jetzt aber schon seinen manifestierten Formwert für heute. Dem geht es also nicht so besonders blendend. Sind wir auch hier bei der Sprintwertung durch. Da führt weiterhin Nasser Bouhanni natürlich, weil er die letzte Etappe im Sprint gewonnen hat. Wird kurzfristig sogar mal eine kleine Lücke entstanden beim Sprint. Man wäre auch nicht dramatisch gewesen, weil ich denke mal, keiner der Top-Favoriten war vorne in der Gruppe dabei, aber es wirft dann trotzdem ein bisschen das Gesamtklassement für die erste Woche auch durcheinander. So, geht viel bergauf. Astana bzw. Kasmanigas kontrolliert das Ganze momentan. Ich glaube fast, dass heute nicht viel passieren wird. Immer noch 140 Fahrer in der in der Hauptgruppe im Peloton. Und ein Fahrer vorneweg, der aber gleich auch schon wieder eingeholt werden wird. Vielleicht etwas früh. Unsere Form ist plus 2, die jetzt erstmal steht. Würde mich natürlich freuen. Unser Puls hat sich jetzt auch ein bisschen angepasst. Da liegt natürlich auch daran, dass wir gerade mitten im Feld gefahren sind. So, der Ausreißer, da ist er auch schon. Aber es sind jetzt nochmal welche weggefahren, habe ich gar nicht mitbekommen.
Goldhammer ist weg. Guldhammer, Entschuldigung. Guldhammer ist weggefahren. Guter Hügelwert. Zordan, eher ein Sprinter. Die sind jetzt auch an McCarthy vorbeigefahren. Bedeutet, das Tempo im Feld ist nochmal langsamer geworden. Und Pozzo Vivo ist gestürzt. Oh Gott. Scheiße. Wir können nicht hingehen. Naja, muss er selber wieder ranfahren. Ich meine, er ist nicht unser Teamkapitän, von daher können wir da jetzt auch nichts machen. Nun gut, ich hoffe, dass Pozzo Vivo wieder zurückkommt. Momentan ist er noch in A1. Die sind 2 Minuten zurück. Oh Gott, so viel zu unserer Dreierspitze. Aber es gibt noch eine lange Abfahrt. Ich hoffe mal, dass die noch rankommen werden. Fahren jetzt mal ein kleines Stück nach vorne. Das Tempo ist nicht besonders hoch. Aber das ist natürlich kein Tempo, weil ich auch möchte, dass Pozzo Vivo wieder ranfährt. Und das ist auch in diesem Moment schon passiert. Sehr schön. Da ist Toins, da ist Aru. Sind 5 Kilometer bis hoch. Ich würde mal ein bisschen ganz kurz auf die Tube drücken. Arge Désert macht hier Tempo. Relativ schnell Le Bon. Also das Tempo ist auch ohne uns schon relativ hoch. Pizzolo am Hinterrad. Mal schauen. Also Le Bon fährt hier verdammt schnell hoch. Da haben wir Goffigenhardt oder wie Joffigenhardt, wie auch immer ausgesprochen wird. Okay, das Tempo ist wirklich verdammt hoch. Gut, dass wir auf Wert 80 gestellt haben. Kann man nämlich vorne mit rüberfahren. Wie geht's Aru? Pozzo Vivo hat ein bisschen was verloren. Aru ebenfalls ein bisschen was vom gelben Balken. Aber es ist immer noch ordentlich. Danach können wir uns ja wieder ausruhen. Ich denke mal schon, dass die Gruppe jetzt relativ lang gezogen ist. Na, noch nicht mal. Pozzo Vivo ist wieder nach vorne gefahren. Hat natürlich Kraft gekostet. Der Sturz sieht man jetzt auch hier. Geht gerade ein bisschen in den roten Bereich. So, auf geht's, Ulle. Kas Moniger ist hier in kompletter Mannschaftsmontur quasi. So, jetzt holen wir uns wenigstens noch den letzten Platz hier in der Bergwertung. Und dann nehmen wir wieder Tempo raus. Sind wir dann jetzt quasi Zweiter in der Bergwertung. Rasmus Guldhammer führt. Aber wie gesagt, auf die Bergwertung möchte ich erstmal nicht fahren, obwohl jetzt so die ersten Formwerte nicht so richtig gut sind. Wenn man den Puls beobachtet von Ulle im Vergleich zu den anderen an den Anstiegen, muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Eine Minute 30 noch der Vorsprung. Es müsste ja Guldhammer noch sein, der da vorne rumfährt, wenn er die Bergwertung gewonnen hat. Natürlich jetzt im Terrain noch für ihn, weil auf der Abfahrt kann einer fast genauso schnell fahren wie das Feld, aber in der Ebene dann gleich die letzten 20 Kilometer wird er hundertprozentig noch aufgefahren werden. Vor allem, weil jetzt hier auch wieder 100 Fahrer in dieser Gruppe drin sind. Wie gesagt, gut, dass Pozzo Vivo nicht schwerer gestürzt ist. Bagui ist natürlich auch noch dabei. Aru, Valet. Alle vereint. Dann können wir nämlich jetzt wieder ein bisschen schneller stellen. Wird jetzt nicht mehr allzu viel passieren. Gibt, wie gesagt, dann eine Sprintankunft. 100 Fahrer. Jetzt nur noch 96. Also nochmal eine 24-köpfige Gruppe. Ach, 4 Fahrer sind gestürzt. Okay, aber keiner unserer Jungs zum Glück. 20 Kilometer noch. Gut, haben wir jetzt schon deutlich in Sichtweite. Mutig hat sich immerhin das Bergtrikot geholt. Aber gereicht hat es dann nicht für den Tagessieg. Unser gelber Balken ist wieder ziemlich aufgefüllt. Pozzo Vivos und Arus ist allerdings komplett, unserer nicht. Wir fahren natürlich auch ein kleines Stück weiter vorne, was immer ein bisschen mehr Energie kostet. So, jetzt habe ich aber fast zu viel gequatscht und zu lange. Wir schauen uns den Sprint natürlich wieder von vorne an. Fahren den Sprint. Es ist einfach interessanter. Wegfahren können wir hier keinen. Also sehen wir wenigstens, was vorne so abgeht.
So, 2,7 Kilometer geht weiterhin leicht bergab, auch in den Sprint wohl rein. Sestri Levante ist das Ziel. Sind noch 2 Kilometer, bislang sprintet keiner. Vielleicht fehlt auch die Kraft. Bislang sprintet immer noch keiner. Warum sprintet keiner? Halten können wir nicht, aber immerhin können wir es uns anschauen. Und Nizzolo gewinnt die Etappe. Nicht der beste Sprinter im Feld, aber natürlich einer, der gut über die Hügel rüberkommt. Und wir sind gar nicht mal so schlecht als Neunter. Viele Italiener. Nasser Bohani wird Dritter. Wahrscheinlich viel Kraft am Berg gelassen. Immerhin Neunter geworden. So groß war das Feld jetzt auch gar nicht mehr. Hier kommt eine Teamstärke, wahrscheinlich weil ihr Kapitän da dabei war. Der leider rausgefallen war, wahrscheinlich einer, der gestürzt ist. So, sind wir immerhin Neunter geworden. Etappe gut überstanden. Ich hatte ein bisschen Befürchtung, dass das Tempo sehr, sehr hoch sein wird, aber keine Probleme gehabt. Die vierte Etappe wird jetzt wieder eher flach werden. Unser Team ist auch noch weiterhin komplett. Van Asbroek ist im Ziel. Kleine Schrecksekunde, als Prozzovivo gestürzt war, aber war ja kein Problem. Und wir schauen weiter, wie es beim Giro weitergeht. Super formuliert. Da sehen wir Nizzolo im Sprint. Die letzten Meter. Ja, der Katusha-Mann, auch ein Italiener, wäre eigentlich schneller gewesen auf den letzten Metern. Aber zu spät aus dem Sattel gegangen, aus dem Wind. In den Wind, besser gesagt. Und wie gesagt, Neunter sind wir geworden. Sind jetzt 14. in der Gesamtwertung. Weiterhin mit 9 Sekunden Rückstand. Da haben einige dann heute doch bös Rückstand bekommen, die vorher schon noch eigentlich im Teamzeitfahren vor uns waren. Wie gesagt, 14. in der Gesamtwertung. 2 haben auch aufgegeben. Thomas Dijon und David de la Cruz haben aufgegeben. Aber wie gesagt, alles noch Vorgeplänkel für die wirklich großen Etappen. Wir simulieren gerade nochmal bis zur 3. Etappe vor. Bis zur 4. Etappe sind wir schon. Etwas verwirrt. So, da sehen wir schon Giro d'Italia, Etappe 4. Und das ist jetzt eine Etappe, wo ich wirklich Befürchtungen habe, dass wir Zeit verlieren werden. Es gibt 2 Berge der 3. Kategorie, relativ in Zielnähe. Einen am Anfang, wo wahrscheinlich eine Ausreißergruppe sich finden wird. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich kann euch ganz kurz mal auch die Strategie zeigen. Aru ganz klar Kapitän und wir werden hier wirklich als Wasserträger angegeben. Na gut, das ändert sich ja vielleicht noch über die Rundfahrt hinweg und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Morgen 4. Etappe, wie gesagt, ich hoffe, wir verlieren keine Zeit. Wir werden sehen. Bis dann.